Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller Anschach wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in der Zaralek-Höhle und dafür schauen wir einmal rein unter Erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir den Erfolg Höhlenschererei und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Schließt alle unten aufgelisteten besonderen Begegnungen in der Zaralek-Höhle ab, während ihr unter den Effekt von klickenden Scheren betroffen seid. Und ja, das sind hier alles mögliche an Rares, insgesamt 21 Stück. Und diese Rares seht ihr ja auf Map, wenn einer von denen quasi ab ist. Ich habe jetzt hier mal noch ein Addon drauf, wo mir das anzeigt, welchen ich quasi am Tag schon gemacht habe. Und das kann ich euch einmal auch kurz zeigen, was ganz praktisch ist, dass man so ein bisschen den Überblick hat, wenn man jetzt, sagen wir, den ein oder anderen Loot auch noch haben will. Und zwar habe ich hier Tomcat Tours. Das ist aber nur so am Rande. Wie funktioniert das Achievement jetzt? Wir haben einen Rare, der nämlich ein Item droppt. Und der Rare ist auch da, wo ich mich gerade befinde. Das ist der Klackatak. Und das ist so ein Makura-Mob, also so ein Krebsviech. Und der ist auf den Koordinaten 53, 40. Dieser kann ein Item droppen und zwar ist es das hier, klickende Schere, und das gibt uns einen Buff, der insgesamt 10 Minuten lang hält und eine Stunde lang Abklingzeit hat. Mit diesem Buff aktiviert müssen wir jetzt diese ganzen Rares töten. Das Problem ist, naja, 10 Minuten ist es drauf, eine Stunde hat es Abklickzeit, ihr könnt halt immer nur in einer Stunde 10 Minuten den Buff drauf haben. Wenn wir das jetzt mal einsetzen, ne? Dann verwandeln wir uns in einen Krebs. Wir können alle Fähigkeiten ganz normal einsetzen, die wir sonst auch haben. Also das ist kein Problem. Ups, die Schnecke will ich jetzt nicht töten. Und können die Rares bekämpfen, können auch mit dem Drachen rumfliegen. Der Buff geht dann nicht weg. Am besten macht ihr so, wenn ihr ein paar Rares abseht, die ihr braucht und ihr dieses Item von dem Mob gekriegt habt, setzt es ein und versucht so viele Rares zu töten, wie es geht. Ihr könnt das Teil auch im Auktionshaus kaufen. Jetzt am Anfang des Patches kostet das um die 1000 Gold, ist nicht sonderlich teuer und ihr werdet, naja, also mit 5 bis 10 kommt ihr, denke ich mal, hin, je nachdem wie viele Rares ihr quasi in einem Kill reinkriegt. Wenn ihr das jetzt das Achievement schnell absolvieren wollt, habt ihr auch noch die Option, dass ihr das mit Twinks macht, denn das Achievement ist ein Battle.net-Account-weites Achievement. Heißt, ihr könnt verschiedene Fortschritte im Achievement mit unterschiedlichen Chars machen. Heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Main hergehen, hab 3 Rares hier ab, ne? Tötet die mit dem Buff ab und dann ist kein Rare mehr da und müsste halt eine Stunde warten. Sehe aber zwischenzeitlich, dass hier bei mir auf dem Server X Rares spawnen, die ich halt brauchen würde. Kann auf den Twink umloggen, kauf mir oder hol mir von dem Rare auch wieder das Item und kann die anderen Rares hier töten. Das zählt alles für einen Erfolg mit rein. Das ist auch eine relativ praktische Angelegenheit, dass ihr das mit verschiedenen Chars machen könnt. Sobald ihr alle umgehauen habt, gibt es dann auch noch eine Spielzeugbelohnung und zwar leuchtende, klickende Schere. Kleine Information noch am Rande. 2 von den Rares heißen ein bisschen anders, als sie hier in dem Achievement drin sind. Und zwar, jetzt muss ich bloß kurz gucken, der eine Rare ist der hier unten, Brulo der Stärke. Und der heißt irgendwie auch der Stärke, aber nicht Brulo. Der müsste jetzt hier irgendwo anders drin sein. Brulsef der Stärke heißt der hier. Und ja, also der ist einfach ein bisschen anders. Also da könnte man aber vermuten, dass es der Typ ist. Also man kriegt auf jeden Fall den Credit dafür, wenn man umhaut. Und der andere ist der Jurum. Und das ist dann hier der Dim. Warum auch immer, das ist vertauscht. Der droppt auch Jurums Trommel. Vielleicht hat da Blizzard auch einfach ein bisschen einen Fehler reingehauen mit der Benennung. Ich weiß es nicht. Also die Rares sind alle da, bloß 2 heißen halt komischerweise ein bisschen anders. Ne? Mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, sobald ihr dann mit eurem Krebs-Item verwandelt alle umgehauen habt, kriegt er dann einmal das Achievement und ja, damit sind wir am Ende mit dem kleinen Achievement-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.